Willkommen zurück. Ja, wir waren das letzte Mal bei Mephilia und haben ihr Bericht erstattet. Und sie hat direkt schon die nächste Quest im Gepäck. Es ist vielleicht an der Zeit, dass du mit einer wichtigen Technik vertraut wirst, um dich besser für die kommenden Herausforderungen zu wappnen. Vielleicht hast du schon von Mutagenix gehört, den gelehrten Techniker. Er hat einen Weg gefunden, verschiedenste Ausrüstungsgegenstände mit einer außergewöhnlichen Prozedur stabiler und stärker zu machen. Viele waren anfangs gegen ihn eingenommen, weil er ein Goblin ist, und gegen die halten sich ja hartnäckige Vorurteile. Aber er hat es sich zur Aufgabe gemacht, unvoreingenommene Abenteurer in seine revolutionäre Technologie der Materialverarbeitung einzuweihen. Wenn du ihn darum bittest, wird er dir alles über Materia erklären. Passt ja dann dazu, dass ich gesagt hatte, dass ich ja eigentlich auch nochmal die Gilden annehmen wollte hier. Ich gebe dir auch gleich ein Testobjekt mit, an dem er dir die Technik demonstrieren kann. Hier, diesen Dolch. Gib den zu Mutagenix auf den Feuerhügel, wo er seine Gerätschaften aufgebaut hat. Du wirst den Ort gleich an der Rauchsäule erkennen, die von dort aufsteigt, okay? Dann würde ich aber auch gerne wissen, wie weit das entfernt ist. Natürlich ist es wieder sehr weit entfernt. Wo sind wir jetzt eigentlich? Wir sind hier, glaube ich. Und müssen dann darüber. Ja gut, wir haben die Quest schon mal angenommen, aber ich wäre ehrlich gesagt wirklich dafür. Ja, man sollte vielleicht erstmal klicken. Ich wäre ehrlich gesagt wirklich dafür, dass wir dann erstmal die Gilden annehmen, weil bevor ich das nachher doch vergesse und dann unterwegs vielleicht doch mal die Gilden leveln möchte, falls ich das kann, wenn ich das nicht wieder hier in dem Gebiet machen muss, heißt das. Ich weiß ja nicht, ob das auch gebietsbeschränkt ist. Wäre das schon ganz hilfreich. Das heißt, dass ich mich jetzt. Oh, ich kann mich ja eigentlich auch zurückporten lassen, fällt mir gerade ein. Oder auch nicht, weil die Rückführung gerade erst beendet wurde. Ja, das sind dann halt die kleinen Tücken des Spiels. Hier ist auch nochmal eine Hauptquest, denke ich. Ich weiß aber nicht, was für eine. Vom Bund der Morgenröte. Er hat angeblich eine interessante Information für mich. Stätte der Todgeweihten. Okay, also das werde ich jetzt erstmal noch nicht machen, weil ich erstmal die andere Hauptstory soweit noch verfolgen möchte, obwohl es ja auch von denen ist. Schauen wir mal eben. Farbenlehre. Oh, das ist zwar jetzt keine Gilde, aber das ist was, was ich auch schon die ganze Zeit machen wollte. Fangen wir erstmal damit an. Möchte mir nämlich etwas über das Färben von Ausrüstungen erklären. Die habe ich nämlich nicht mehr gefunden, als ich dann in meine Heimatstadt wieder zurückgekommen bin. Oh je, was müssen meine entzündeten Augen heute nicht alles ertragen? Nun schau dich doch mal an. Wo hast du denn diese scheußlichen Lumpen her? Auch die sind doch ganz schön. Du hättest die anderen alle mal sehen müssen. Sollte eine nach Gold und Ruhm strebende Abenteurerin nicht besser gekleidet sein? Also ehrlich, ein bisschen Farbe könnte deinem Outfit nicht schaden. Hier ein Tupferflieder, dort etwas Safran. Ja, vielleicht ist da noch etwas zu retten. Ich erkläre dir, wie du deine Ausrüstung färben und ihr mehr Schick verleihen kannst. Aber zuerst brauche ich etwas zu trinken. Die trockene Luft hier ist ja nicht zum Aushalten. Wärst du so nett und bringst mir eine Karaffe Orangensaft? Das ist wirklich sehr liebenswert von dir. Du kannst ihn hier in der Bucht des Abendsterns kaufen. Und würdest du dich etwas beeilen? Auch im Schatten ist es unerträglich heiß. Dankeschön. Okay, das ist das, glaube ich, ne? Nee, oder? Nee, das sieht mir jetzt nicht danach aus, als ob ich hier was zu trinken bekomme. So, bei ihr ist klar, aber wo ist jetzt diese? Da ist ein Händler, da ist ein Händler. Das ist Reparatur. Und nichts davon ist etwas, wo man was zu trinken bekommt. Na super. Das ist Projektionsbedarf. Oh, kann ich das eigentlich schon einkaufen, obwohl ich das noch nicht machen kann? Ah, ich arbeite mit Swirl Game daran, die Welt zu verschönern. Wenn du uns helfen willst, dann sprich mit ihr. Ah, vielleicht können wir dann bei ihm was kaufen, wenn wir das Ganze durchgemacht haben. Rüstungshändlerin, ich brauche was zu trinken, Leute. Ich weiß nicht, wo ich was zu trinken herkriege. Hier war ja auch nichts zu trinken. Das war ja nur hier von der Morgenröte, ne?
Nee, es war nur von der Morgenröte, okay. Moment. Oh, will die mich jetzt veräppeln? Ernsthaft? Also wirklich Bucht des Abendsterns. Aber ich habe ja schon eine. Brauche ich gar keine zu kaufen. Ach, ich bin ja auch so doof. Es gibt also doch noch nette Leute. Danke. Ohne eine tägliche Dosis Vitamine leidet meine Haut, musst du wissen. Also fangen wir an. Was dein Outfit fehlt, ist ein bisschen Farbe. Zum Glück kann ich dir zeigen, wie du deine Ausrüstung selber einfärben kannst. Also, alles, was du brauchst, ist ein Farbstoff. Farbstoffe können hergestellt oder bei Händlern gekauft werden. Deine Ausrüstung bleibt die gleiche und du kannst sie so oft färben, wie du willst. Du kannst also fröhlich experimentieren. Probier es doch gleich mal aus, denn so, wie du jetzt rumläufst, verliert noch jemand, der in Sachen Mode weniger tolerant ist als ich, sein Augenlicht. Und das willst du doch nicht. Ich habe direkt schon mal alle Farben bekommen. Ist das schön? Ah, und jetzt kommt das, worauf ich so scharf war, nämlich das Projizieren. Sehr schön. Meine Güte, wie du schon wieder aussiehst. Hast du denn beim letzten Mal nicht zugehört? Auch Abenteurer sollen schick gekleidet sein. Stich- und stoßfest, bequem und beweglich. Das ist ja alles schön und gut. Aber willst du wegen mangelnden Stils wirklich das Gespött des Schlachtfelds sein? Keine Angst, ich würde nicht nörgeln, wenn das Schicksal mich nicht dazu auserkoren hätte, dir zu helfen. Ich leg auch gern sofort los, wenn ich mich mit einem Gläschen Saft erfrischt habe. Ist nämlich mal wieder schrecklich heiß heute. Dein Ernst, muss ich jetzt noch eins besorgen? Also wenn du nicht länger wie die hinterletzte Abenteurerin rumlaufen willst, dann besorg mir bei Vollklint in der Schenke da vorne etwas zu trinken. Sie kennt meine Vorlieben. Bei Vollklint. Okay, jetzt muss ich dann doch irgendwo rein. Ach, das ist die. Ja, da war ich jetzt eben nicht. Dann bin ich auf den einen. Ah, hier hätte ich es dann eben kaufen müssen. Okay. Svirsgeim schickt dich, dass sie die paar Ilme nicht selber kaufen kann. Naja, was soll's. Hier ist der Blutorangensaft, den sie neuerdings so gerne mag. Sag ihr, ich schreibe sie auf den Deckel. Okay, das ist mega klasse von dir, weil dann muss ich das nicht zahlen. Boah. Ups. Ah, da bist du ja wieder. Hast du was gegen meinen Durst? Naturellement. Hallo? Nimmst du das an? Ah, diese Farbe, dieses Aroma, ein edler Tropfen. Gerade gut genug für eine Stilikone mit solch formidablem Geschmack wie ich. Dann kann es ja losgehen. Lass mich Klartext reden. Du siehst unmöglich aus und ich kann dir den Grund auch gleich nennen. Du benutzt keine Projektion. Schlimm, dass es solche Leute überhaupt noch gibt. Dabei ist die Sache kinderleicht. Alles, was du brauchst, ist ein Projektionsprisma. Mit dem kannst du das Aussehen eines anderen Kleidungsstücks auf deine angelegte Rüstung projizieren. Da es sich dabei um eine optische Täuschung handelt, hast du auf der funktionellen Seite keine Einbußen zu befürchten. Wenn du dich an deinen neuen Stil satt gesehen hast, kannst du entweder einen anderen projizieren oder den Zauber mit einem Endprojizierungsstrahl aufheben. Wovon ich dir natürlich tunlichst abraten möchte, so wie du momentan rumläufst. Wenn du dich ein wenig mit der Materie beschäftigst, wirst du die vielen Möglichkeiten entdecken. Kombiniere in aufsehenerregenden Formen, lass deiner modischen Kreativität freien Lauf. Vielleicht lade ich dich ja sogar mal auf ein Gläschen Orangensaft ein. Also los jetzt, husch, husch ins Atelier mit dir. Du und deine modischen Verirrungen haben die Welt lange genug geschandelt. Ja, die ist ja nett. Okay, also ich habe jetzt 12 Projektionsprisma bekommen. Ein grünes Baret für den Kopf, okay. Achso, dass ich projizieren kann und eine Projektionsplatte. Okay. Heißt jetzt aber nicht, dass ich verstehe, wie das funktioniert. Ist nun verfügbar. Okay, wir gucken oben gleich auch nochmal rein, mal eben schauen. In den Gästezimmer der Herbergen stehen Projektionskommoden bereit, die das Verändern von Ausrüstung ganz einfach machen. Benutze das grüne Baret und probiere die Projektion noch einmal aus. Achso, jetzt kann ich sie doch nicht mehr ansprechen. Okay. Also, du kannst das Aussehen eines Ausrüstungsgegenstandes auf einen völlig anderen übertragen, ohne dessen Parameter zu ändern. Also mit anderen Worten, Kostüme anfertigen.
Wähle dazu die Projektion im Untermenü des Basisgegenstandes, den du mit einem anderen Aussehen überlagern möchtest. Ah, okay. Das ist aber nur, wenn ich schon was drin habe, schätze ich mal. Neben dem Basisgegenstand und der Projektionsvorlage brauchst du auch ein Projektionsprisma als optischen Katalysator. Außerdem kommen als Projektionsvorlage nur Gegenstände in Frage, die du auch anlegen kannst. Achso, also jetzt keine, die jetzt höher sind als mein Level, okay? Der mit dem neuen Aussehen versehene Gegenstand kann nicht mehr auf dem Markt angeboten werden. Ja gut, das ist nicht schlimm. Und weitergegeben werden. Und die Projektionsvorlage wird an dich gebunden. Das ist auch nicht schlimm. Ich weiß allerdings jetzt nicht, ob die zerstört wird. Das wäre ein bisschen blöd. Benutze die Projektionskommode in den Gästezimmern der Herbergen, um das Aussehen deiner Ausrüstung zu verändern. Verwandle Ausrüstungsgegenstände, deren Aussehen dir besonders gefällt, in Projektionen und lege diese in der Kommode ab. Okay, muss man also auch ablegen. Das heißt, die werden dann wohl nicht mehr brauchbar sein. Du kannst die abgelegten Projektionen auf Projektionsplatten zu Kleidungssets zusammenstellen, speichern und auf deine aktuelle Ausrüstung anwenden. Ach, das war die Platte, glaube ich, die ich gerade bekommen habe. Okay, dann werde ich jetzt nochmal zu dem Typen gehen mit dem Projektionsbedarf. Vielleicht kann er mir jetzt auch was verkaufen. Projektionsprismen. Okay. Also Platten verkauft er anscheinend nicht. Nee, er hat wirklich nur Prismen da. Jetzt hoffe ich, dass man das... Ja, dass ich jetzt nicht nur eine Platte benutzen kann. Weil wenn ich noch was Schönes finden sollte, möchte ich natürlich auch gerne noch eine zweite haben. Oh, was Färben kommt gerade noch was rein. Du bist nun in der Lage, Gegenstände zu färben. Um einen Ausrüstungsgegenstand zu färben, musst du zunächst einen brauchbaren Farbstoff haben. Farbstoffe können hergestellt oder bei Händlern gekauft werden. Ja, die habe ich auch schon mal gesehen. Sobald du über den passenden Farbstoff verfügst, musst du lediglich das Icon Färben in der Kommandoliste auswählen. In der Kommandoliste? Ach so, nee. Also das wäre dann hier unten da drin. Du kannst Gegenstände beliebig oft färben. Die Farbe lässt sich wieder entfernen, indem du einen Gegenstand namens Terebite verwendest. Okay. Auch das Färben von Bauelementen, Zimmer- und Gartenausstattung ist möglich. Das ist ja mal cool. Wähle dazu Färben unter Unterkünfte und so weiter. Na gut, interessiert uns ja jetzt nicht, weil wir eh kein Haus und nichts haben. Wir haben ja nur dieses kleine Heim, sag ich mal. Das bringt uns aber aktuell noch nicht viel. Jetzt bin ich gerade am Belegen. Ach so, das war weit weg, genau. Dann würde ich sagen, dass ich mich erstmal zurückrufen lasse. Ich habe jetzt auch glücklicherweise eben dran gedacht, meinen Rückrufort hier in Ulda anzulegen. Nachdem ich dann eben schon in Gridania gelandet bin, weil ich vergessen hatte, hier noch einen anzulegen. Ja, peinlich, peinlich. Zum Glück habt ihr das alles nicht mitbekommen. Dann werde ich jetzt mal eben schauen, ob ich, das ist Jagdbrett, ob ich irgendeinen Händler finde, der mir die Sachen verkaufen kann. Und dann gehe ich danach nochmal zur Sanduhr und schau mal in unserem Zimmer nach, weil ich glaube, in der Sanduhr müsste ich auch ein Zimmer haben, um ja, das mal zu versuchen. Bis gleich. So, wir haben jetzt unser Gästezimmer in Ulda bezogen. Jetzt muss ich hier mal schauen. Projektionskommode. Jetzt weiß ich aber nicht. Ach, ich hätte die, glaube ich, vorher reparieren müssen. Mist. Wir probieren es mal einfach aus, aber ich glaube, ich hätte sie reparieren müssen. Gegenstände. Handgelenkschoner. Ja, ist jetzt gerade das Einzige, was ich in Projektionen verwandeln kann. Ja, dann, das ist natürlich jetzt blöd, das tut mir jetzt auch leid, aber da müssen wir halt nochmal kurz rausgehen, weil ich habe mal irgendwo gelesen, als ich mich so ein bisschen informiert hatte über die ganzen Sachen hier in Final Fantasy, dass, haben wir hier keinen, der reparieren kann? Das ist aber Mist. Dass die Sachen, die man projizieren will, immer repariert sein müssen. Kann er auch reparieren, eventuell? Kleidung, Accessoires, plaudern. Er hat auch Waren im Angebot, sehe ich gerade.
Eine Chocobo-Kükenpfeife hat er im Angebot. Eine Marionettenpfeife. Ich glaube, ich werde noch arm hier drin. beschwört einen Bomber in Miniaturgestalt, der wahrscheinlich nicht explodiert. Oh, wie cool. Ah, hier gibt es auch Endprojizierungskristalle. Okay. Ein unbehandeltes, naturbelassenes Prisma, was für die Herstellung von Projektionsprismen benötigt wird. Ach so, okay. Man kann die auch herstellen. Ja, das ist ja cool. 2, 4, 6. Ja, etwas über 7000 wäre das dann. Bin ich kein Freund von, aber ich habe kein Küken. Und da das meine Main ist, möchte ich das bitte kaufen. Weil die doch sehr teuer sind normalerweise am Brett. Es tut mir leid, ich habe nicht mehr so viel Geld jetzt. Aber, oh. Moment, Inventar. Jetzt muss ich mal eben schauen. So, einmal benutzen. Flup. Einmal benutzen. Flup. Und einmal benutzen. Flup. Süß. Und jetzt kann ich rein theoretisch auf mein Begleiterverzeichnis gehen und ich kann mein Küken rufen. Das ist mein Küken. Sieht auch irgendwie süß aus. Oder ich kann meinen Kirschbomber rufen. Sieht so ein bisschen, wenn er denn mal zu sehen wäre, sieht so ein bisschen Halloween-mäßig aus, wenn er so hinter mir herfliegt. Eigentlich ist das schon recht niedlich. Und mal eben schauen, wegen der Begleiterpuppe. Der hat so ein bisschen was, also zumindest die Augen, die haben so ein bisschen was von Astelia, von diesen einen, Dark Queen wollte ich gerade sagen, von dieser einen Ente. Ist irgendwie auch ziemlich niedlich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde erstmal mein Staubhäschen behalten. Weil das ja immer noch am süßesten ist. Ja, ich muss dann doch nochmal ein bisschen. Oh, Entschuldigung, da wollte ich gar nicht reinlaufen. Ich muss dann doch nochmal ein bisschen durch die Gegend laufen und jemanden finden, der mich reparieren kann. Beziehungsweise der alles reparieren kann. Ja, ich hoffe, was ich dabei habe, nicht nur was ich anhabe. Weil wenn der nur repariert, was ich dabei habe, dann wäre das schlecht. Kann die Schneiderin das vielleicht? Nee, die gibt mir nur. Okay. Ich brauche wirklich einen Reparateur. Ja gut, ich mache mich dann hier erstmal ein bisschen auf die Suche und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich dann hoffentlich alles repariert habe und wieder zurück im Raum bin. So, und jetzt könnt ihr mich offiziell für total dämlich oder bescheuert erklären, weil direkt neben dem Gästezimmer steht einer, der alles reparieren konnte. Tätä, tätä. Ja. Zusätzlich habe ich allerdings auch noch was rausgefunden. Ups, kann die Maus gar nicht mehr bewegen. Nämlich dieser kleine Hammer hier, der zeigt an, wo man sich reparieren lassen kann. Und jetzt dürft ihr natürlich zweimal raten, ich bin komplett bis nach hier unten gelaufen, habe mich da reparieren lassen und bin jetzt wieder zurückgelaufen. Ja, wie das dann nun mal so ist, wenn man sich nicht unbedingt mit allem so hundertprozentig auskennt. So, dann probieren wir das jetzt nochmal. Ich meine, ich weiß nur so in etwa, wie man es macht. Ich weiß halt eben auch noch nicht alles, aber ich möchte das ja mit euch jetzt herausfinden. Ach so, ich sehe gerade, ich hätte hier auch. okay, die Hände wollen wir jetzt nicht. Kopfrumpf. Da würde ich ehrlich gesagt schon gerne mein Originalkostüm, womit ich angefangen habe, das hier war das, glaube ich. So, das möchte ich gerne projizieren, ja. Das wird dann automatisch hier reingelegt. Okay, man kann es also dann nicht mehr benutzen. Dann. Achso, die Hände sind auch dabei. Jetzt ist die Frage. Das sind die Ringbänder ab 8. Das ist ab 15. Ja, aber ich würde jetzt fast sagen, dass das normalerweise die sind, die ich brauche. Dann projiziere ich das jetzt auch einmal. Kopf, Rumpf, Hände, Beine, Füße.
Vollstreckerbeine, okay, die waren es definitiv nicht, weil es war ein Röckchen. Da ist es doch, ne? Ja. Genau, das Röckchen projiziere ich jetzt erstmal. Und die Beine, ich muss ganz ehrlich sagen, die Stiefel, die ich jetzt anhabe, die würde ich gerne dazu anziehen. Aber die möchte ich natürlich jetzt auch noch behalten. Das ist so ein bisschen, ja, Hurrian-Stiefel. Ich glaube, die waren aber auch nicht schlecht. Ich tue die mal da rein. So, Ohren, Hals, verschlissene Ohrringe. Ja, ich glaube, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt zu projizieren. Zumindest jetzt im Moment noch nicht. Neulinger Ring. Also die Ringe finde ich persönlich jetzt auch nicht wichtig. So, Projektionsplatten bearbeiten. Jetzt müssen wir mal schauen. Rumpf. Dann nehmen wir das jetzt. Das für die Hände. Das Röckchen. Und die. Ach, das sind sogar die Anfangsstiefel. Ja, cool. Warum die erst ab Klasse 8 dabei waren, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist jetzt so meine Anfangsrüstung, die ich jetzt hatte. Die werde ich jetzt erstmal speichern auf einer Projektionsplatte. So, und jetzt lesen wir uns das nochmal eben vor. Projektionsplatten anwenden. Ja, gut, das Anwenden, das habe ich ja jetzt schon gemacht. Das brauchen wir uns jetzt nicht mehr durchzulesen. Projektionen, gut, brauchen wir jetzt im Endeffekt auch nicht mehr durchzulesen. Haben wir jetzt auch schon gemacht. Verwandle deine Ausrüstungsgegenstände, deren Aussehen dir besonders gefallen, in Projektionen und lege diese in der Projektionskommode ab. Speichere dein Lieblingsoutfits auf Projektionsplatten. Welche Gegenstände für Projektion geeignet sind, ist mit einem Symbol. Ja gut, das zeigt nur so viel an, dass die halt repariert worden sind. Dann sind die geeignet, kann man jetzt mal so grob sagen, aber wirklich nur grob. So, dann kann ich das jetzt anwenden. Und dann sehe ich aus, wie ich angefangen habe. Finde ich ehrlich gesagt ganz cool, weil mir das Outfit ja immer gefallen hat. Ja gut, bis auf die Stiefel. Das war jetzt eigentlich blöd mit den Stiefeln, weil da hätte ich jetzt die neuen Stiefel anlassen können. Aber gut, ist ja im Endeffekt auch egal. Ich finde das gar nicht mal so schlecht anstatt dieser Robe. Ich meine, so als Druidin sieht das natürlich nicht schlecht aus mit dieser Robe. Aber als Hermetikerin, finde ich, sollte man doch etwas anziehen, was so ein bisschen luftiger ist. Und ja, das habe ich dann hiermit getan. Und ich finde es richtig gut. Das heißt, wenn uns jetzt mal irgendwann unterwegs was vor die Füße kommt, wo wir jetzt sagen, boah, das sieht so hammergeil aus. Und wir haben jetzt schon etwas an, was besser ist. Also wir können das jetzt auch projizieren. Dann werden wir das machen und ja, dann sehen wir halt so aus, wie wir aussehen möchten. Ich hoffe inständig, dass wir da noch richtig tolle Klamotten finden werden. Also wenn ich mir teilweise so ansehe, was es noch für schöne Sachen gibt, hoffe ich wirklich, wirklich, wirklich inständig, dass die auch relativ schnell dann mal in unsere Richtung gehen, dass wir das machen können. Ich meine, auf den Zweitschars, ja, ist es mir, also auf den Twins ist es mir noch relativ egal, weil die spiele ich nicht so oft. Und ja, wie gesagt, also ich bin ja mit meiner Main so eigentlich fast nur unterwegs, es sei denn, ich habe mal so Momente, wo ich gerne spielen möchte, aber ich nur offline spielen kann, also sprich gerade nicht aufnehmen kann. Ich sag mal ganz blöd, wenn Handwerker im Haus sind und hier mal wieder ein Lärm ist. Die, die öfter mal meinen Let's Plays gesehen haben, wissen, dass das schon mal öfter vorkommt, dass hier die Handwerker im Haus sind. Nicht, weil hier so viel kaputt ist, sondern weil einiges dann noch renoviert wird unter Umständen. Und halt im ganzen Haus, also über 3 Etagen dann. Oder wenn, keine Ahnung, ich irgendwie drauf warte, dass wir irgendwo hin können, aber um mich herum ist noch nicht alles fertig und ich habe noch ein bisschen Zeit, dann denke ich mir, okay, dann nehme ich halt einen Twin, spiele da noch ein bisschen weiter, weil da kann ich dann jederzeit auch wirklich sagen, okay, ich gehe jetzt raus, ich stelle mich hier hin, ich gehe jetzt raus. Natürlich nicht mitten im Kampf, aber ansonsten jederzeit. Und das kann ich so natürlich nicht, weil wenn ich denn mal eine Folge fürs Let's Play aufnehme, dann möchte ich dann natürlich auch die 20, 25 Minuten durchziehen bis zum Ende. Das finde ich persönlich, ja, einfach besser. Ist jetzt wieder ein bisschen gewöhnungsbedürftig, jetzt die alten Klamotten sozusagen wiederzusehen. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, finde ich es auch gar nicht so schlecht, weil ich finde die einfach cool. Anders kann man es nicht sagen. Die Robe war auch cool und man sah immer so ein bisschen unnahbar aus in diesen ganzen Zwischenaufnahmen. Also diese ganzen Videos, die dann dazwischen kamen. Aber
Ich muss sagen, das finde ich auch ziemlich cool, so rumzulaufen, also mit der Anfangsrobe. Und wenn ich dann wirklich mein richtig geil aussehendes, schickes Kostüm bekomme, dann werde ich das definitiv natürlich auch anziehen. Ja, wer sich jetzt gewundert hat, was das gerade für ein Pling-Pling war, das war eine Privatnachricht im Chat. Da habe ich diesen Ton jetzt eingestellt. Und da werde ich jetzt gleich mal nachschauen. Ich werde erstmal die Folge für heute beenden und überlege gerade. Ach so, genau. Und wir müssen dann in der nächsten Folge machen wir dann mit der Hauptquest weiter. Bis dann. Ciao.